Hallo liebe Mafiosi und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Wir spielen Inscription. Inscription ist ein mega geiles Spiel. Es macht ultra Spaß, ist aber eines der verrücktesten Spiele, die ich je gespielt habe. Wenn nicht sogar das verrückteste. Hier passieren Dinge, da denkt man sich, what the fuck, man kann sich nur an den Kopf fassen. Es ist einfach crazy, also wirklich, es ist verrückt. Es ist ein Deckbilder, ein Roguelike-Game, ein Rätsel-Game. Was soll ich sagen? Schaut es euch selber an. Es ist einfach verrückt. Es ist wirklich what the fuck einfach nur. Ich habe meinen alten Spielstand gelöscht, um jetzt mal mit euch gemeinsam sich das Spiel anzugucken. Fertig bin ich auf keinen Fall mit dem Spiel. Es gibt auch noch viel Neues, was ich nicht weiß. Aber wir werden erstmal jetzt einen Teil angucken, den ich kenne. Und ich werde versuchen, euch damit mitzunehmen, euch das Spiel ein bisschen zu erklären. Und ja, wir schauen einfach mal rein. Okay. Time to figure out what's on this thing. Diese Szene wird uns noch bekannt vorkommen. Ich werde es euch. Ich musste kurz was nachschauen. Okay. Ich werde es euch nachher zeigen. Verrückt ist hierbei, es fängt schon direkt crazy an. Das hier ist der Button für ein neues Spiel. Ich glaube, das ist ein bisschen laut. Ich mach's mal etwas leiser. Kleinen Moment. Vor allem. Ich glaube, so lassen wir es. Gucken wir mal. Ja, so ist in Ordnung. Ja, man kann kein neues Spiel starten. Man kann das Spiel nur fortsetzen. Und nein, es ist nicht, weil ich das bereits gespielt habe. Wie gesagt, mein alter Spielstand ist gelöscht und es ist tatsächlich so, dass man ja direkt erstmal nur auf Fortsetzen klicken kann. Warum das so ist, wird auch erklärt, beziehungsweise es wird nicht erklärt, aber man kann es sich später zusammenreimen. Ich werde es aber jetzt nicht vorwegnehmen, sondern wir starten ein neues Spiel, indem wir das Spiel fortsetzen und gucken es uns mal an. Es ist einfach, das habe ich auch noch nie erlebt, dass man ein Spiel nicht neu starten kann, sondern es nur fortsetzen kann. Aber es ist witzig. Es ist ein witziges Gimmick und es ergibt Sinn, wenn man es länger gespielt hat. Weiterer Herausforderer. Es ist ewig her. Vielleicht hast du vergessen, wie dieses Spiel gespielt wird. Erlaube mir, dein Gedächtnis aufzufrischen. So, er möchte jetzt von uns, dass wir die Eichhörnchenkarte spielen. Es ist nämlich folgendermaßen. Wir spielen hier, im Grunde sind es Tiere, die wir hier vor uns haben. Und wir sehen hier, da kann ich jetzt nicht wirklich hin zeigen. Aber wir sehen hier zwei Decks. Das eine Deck, nämlich das vordere hier, da sind unsere eigentlichen Karten drin. Und in dem hinteren Deck, das besteht nur aus Eichhörnchen. Wir sehen hier, bei dem Wolf zum Beispiel, stehen zwei Bluttropfen. Beim Hermelin einer, beim Eichhörnchen keiner. Das heißt, Eichhörnchen sind kostenlos zu spielen. Während Hermelin ein Opfer erfordert und der Wolf erfordert zwei Opfer. Das bedeutet, wir spielen jetzt das Hermelin aus, oder den Hermelin, indem wir das Eichhörnchen opfern. Tada! Es ist geschafft. Genau, der Wolf erfordert zwei Opfer, die haben wir aktuell nicht. Das bedeutet, nachdem man seinen Zug fertig gespielt hat, beendet man ihn, indem man auf die Glocke drückt und dann greifen die Monster an. Das heißt, wir haben hier die Angriffskraft ist 3, wir haben 1, wir haben 3 Verteidigungskraft und haben ihm einen Schaden zugefügt. Der Schaden beläuft sich folgendermaßen.
Oder es läuft folgendermaßen ab. Es gibt eine Waage und der Schaden, der wird immer relativ gesehen, nicht absolut. Das bedeutet, man braucht 5 Schaden insgesamt, um den Gegner zu besiegen, beziehungsweise 5 Schaden in der Differenz. Das heißt, man kann zum Beispiel 5-0 gewinnen, man kann aber auch 20 zu 15 gewinnen. Das ist wirklich crazy. Genau, man gewinnt, wenn die ganze Seite hier von ihm nach unten gebracht wurde, was einer Differenz von 5 eben entspricht. So, jetzt ist der Gegner dran. Der Gegner spielt was aus. Der Kojote wird mich jetzt angreifen. 2 Schaden habe ich bekommen, 3 Leben hat er. Das heißt, ich habe mit einem Leben überlebt. Wenn die Gesundheit auf 0 sinkt, dann, ja, kennt man, ne? Dann stirbt die Kreatur. Jetzt kann ich nachziehen. Entweder vom Eichhörnchenstapel oder von meinem Deckstapel. Ich werde jetzt. Beim Eichhörnchen nachziehen. Aber erstmal mit dem Hermelin angreifen. So, er wird passen. Das bedeutet, ich ziehe mein zweites Eichhörnchen nach. 1, 2. Spiele jetzt den Wolf. Und werde ihn jetzt mit 4 Schaden angreifen und damit das Spiel gewinnen. Was hier auf die Waage gelegt werden, sind Zähne übrigens, was sehr makaber ist, wie ich finde. Ja, man gewinnt Zähne. Oder man gewinnt nicht die Zähne. Das kommt noch. Das zeige ich euch gleich, wenn es soweit ist. So, lasst mich deine Geschichte in Erinnerung rufen. Oh yeah. So, hier ist unser Pfad. Wir haben uns tief im Wald verirrt. Da sind wir. Und ein einzelner Pfad trat zutage. Wir gehen diesen Pfad entlang und finden hier erstmal Bewohner des Waldes. 2 Stück. Einmal die Natter. Die Natter, die hat hier dieses Totenkopfsymbol. Das bedeutet, dass der Gegner sofort stirbt, wenn die Natter angreift. Egal wie viel Leben er hat. Und wir haben die Katze. Dieses Symbol bedeutet, man kann die Katze opfern, ohne die Katze zu opfern. Also sie stirbt nicht. Das ist quasi ein kostenloses Blut. Wir dürfen uns eins dieser Kreaturen jetzt aussuchen und wir nehmen die Katze, weil die noch echt stark sein kann. Die hat auch Nachteile. Und zwar dadurch, dass die Katze nicht stirbt, wenn man sie opfert, ist der Slot von der Katze immer belegt, außer sie stirbt. Kann ein Nachteil sein, aber jetzt erstmal ist es ein Vorteil für uns. Wir haben einen Rucksack gefunden mit Items. Wir haben hier ein Eichhörnchen, was wir auf die Hand nehmen können. Dann haben wir noch eins und eine Zange. Die Zange, die reißt uns einen Zahn aus, um es bei dem Gegner auf die Waage zu legen. Das heißt, das ist quasi ein extra Leben für uns. Genau, 3 Items kann man immer bei sich haben. Die haben wir jetzt. So, jetzt haben wir hier einen Kampf. Es sind immer wieder random verschiedene Karten schon von Start oder von Beginn an auf dem Feld, die so ein bisschen so die Umgebung simulieren. Also wir sind gerade auf dem Pfad und bei uns ist einfach ein Felsblock, bei dem Gegner sind 2 Stümpfe. Ich hoffe, es heißt so. Das hier ist der Hermelin. Ja, ich werde dir helfen. Und der Hermelin ist eine Karte, die lebt quasi. Der Geist des Hermelins lebt. Es wird noch mehr solcher Karten geben, aber alles mit der Ruhe wird alles noch kommen. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir spielen das Eichhörnchen hier, um die Katze dort zu spielen und opfern jetzt die Katze, indem wir sie gar nicht opfern, um den Hermelin zu spielen. So. Jetzt beenden wir den Zug. Hermelin greift an. Wir machen einen Schaden. So, jetzt hat der Gegner ein Wolfjunges gespielt mit diesem Symbol. Das Symbol bedeutet, dass nach einem Zug sich diese Karte entwickelt. Das bedeutet, das Wolfsjunges wird gleich noch stärker werden. Wir haben jetzt hier einen Wolf. Ist erstmal schön, aber jetzt auch nichts Besonderes. Wir belassen es dabei, greifen mit dem Wolfjungen an.
So, die Fledermaus, die fliegt. Das bedeutet, sie ignoriert jetzt unsere Kreatur, macht uns direkten Schaden, zwei Stück. Wir wiederum können aber fliegende Kreaturen angreifen. Wir ziehen jetzt ein Eichhörnchen um. Erstmal nichts zu machen. Passt auf, wir machen nämlich Folgendes. Wir greifen jetzt die Fledermaus an. Der Gegner greift uns jetzt an. So, und jetzt spielen wir nämlich hier den Wolf rein. So. Man greift immer den Gegner an, ohne einen direkten Angriff hinterher zu kassieren. Oder beziehungsweise ohne den Angriff des Gegners zu berücksichtigen. Es gibt andere Spiele zum Beispiel. Ich habe jetzt mit Wolf gegen Wolf gespielt. Dann würde ich ihn angreifen und 3 Schaden machen und er mich angreifen und ebenfalls 3 Schaden machen. Das passiert hier nicht, sondern immer nur der Angreifer macht quasi seinen Zug. Oder der Angreifer greift an, sagen wir mal so. Ohne dass der Verteidiger da noch zurück angreift. So, jetzt dürften wir auch schon gewonnen haben. Okay. Du gewannst die Oberhand und reißt es weiter über das nur mehr blutbefleckte Gelände. So, jetzt können wir uns wieder eine Karte aussuchen. Und zwar entweder das Wolfsjunges, was nach einem Zug zu einem Wolf heranwächst. Oder der Sperling, der fliegen kann. Ich werde jetzt Wolfsjunges nehmen. Und jetzt kommt eine mega verrückte verrücktes Feld. Das macht echt Spaß, mit diesem Feld rumzuspielen. Du stießt auf ein paar seltsame Steine im Nebel. Du sahst dich veranlasst, ein würdiges Opfer zu wählen. Eines, das für immer verloren wäre. Wir opfern jetzt eine Karte, die einen Effekt hat, um diesen Effekt auf eine andere Karte draufzuspielen. Das ist crazy. Ich zeige es euch. Wir nehmen jetzt die Katze, die, wir haben uns das Regelbuch geöffnet. Das Regelbuch, das erklärt immer diese Symbole. Hier steht eben, wenn eine Karte mit diesem Siegel geopfert wird, hat das nicht den Tod zur Folge. Die nehmen wir. Und jetzt suchen wir aus, auf wen wir diesen Effekt draufspielen wollen. Ich werde das Wolfsjunges wählen. Oder wähle ich... Ja komm, er sagt, wähle mich. Dann wähle ich ihn. Welche Ehre. Das stimmt wohl. So, und jetzt hat er diesen Effekt übernommen. Die Seele der Katze lebt jetzt im Hermelin weiter. Das sind spezielle Kämpfe. Es gibt solche Totems. Das hier ist ein hundeartiges Totem und das ist kombiniert mit dem Flugfähig-Totem. Das bedeutet, dass jetzt alle hundeartigen Karten flugfähig sind. Man selbst bekommt später auch, es ist völlig verrückt. Das siehst du ja, oder? Kümmert sich nicht um die Regeln. Wirklich erbärmlich. Ja. Um mich leiden zu sehen, ja. Wir selbst werden später auch mit Totems arbeiten können. Aber alles zu seiner Zeit. Wir spielen nun dann jetzt erstmal. Also hier sehen wir, der Kojote ist ein... Das sehen wir auch bei uns. Hier ist ein Wolf. Oder ein Hund. Beim Wolfsjungen ist auch ein Hund. Das Hermelin hat... Der Hermelin hat keinen... ist keiner Klasse zugeordnet, genauso wie das Eichhörnchen. So, wir spielen jetzt das Eichhörnchen hier hin und spielen Hermelin aus. Warum ich den hier ausspiele, hat folgenden Grund. Der Gegner wird gleich seine Kreaturen spielen. Man sieht hier, welche Kreaturen er vorhat, im nächsten Zug zu spielen. Das heißt, er spielt die Fledermaus, die wird uns 2 Schaden direkt machen, weil sie fliegt. Ah, jetzt stimmt. Dadurch, dass der Kojote auch fliegt, hätte ich jetzt auch hier ein Spiel gehabt. Ist egal. Wir gucken es uns mal weiter an. Ich spiele dann jetzt... Warte mal, es ändert eigentlich gar nichts. Ich spiele jetzt das Wolfsjunges hier. Macht dem Gegner 2 Schaden. Er greift mich jetzt mit 4 Schaden direkt an. Genau, weil der Kojote eben flugfähig ist. Ich wiederum kann flugfähige Tiere angreifen. So, das heißt, ich zerstöre die Fledermaus, zerstöre den Kojoten und der Wolf macht 3 Schaden direkt in seine Fresse.
Soll jetzt ziehen wir, gucken, was wir ziehen. Eine Schildkröte, okay. Nichts Besonderes. Und der Gegner ist tot. Und jetzt ist Folgendes passiert. Wir haben mehr als 5 Schaden gemacht. Und überschüssiger Schaden, das habt ihr vielleicht gerade gesehen, wird in Szenen ausbezahlt. Das heißt, ich glaube, wir haben 2 Schaden mehr gemacht, als wir bräuchten. Und das heißt, wir haben 2 Zähne mehr bekommen. Und mit den Zähnen, die sind quasi unsere Währung. Zeige ich euch gleich alles noch. Jetzt können wir wieder 3 Karten zur Auswahl. Der Wolf, das Stinktier. Dieses Symbol sagt, dass der Gegner, der dem Stinktier entgegensteht, ein Kraft verliert. Und der Rabe. Rabe kann fliegen. Ich denke, wir spielen... Wir nehmen mal das Stinktier mit. Und jetzt haben wir Folgendes. Während es bei anderen Spielen... Oder bei vielen anderen Spielen so ist, dass man beim Lagerfeuer sich ausruhen kann, Leben regenerieren kann, etc. Kann man hier Karten verbessern. Wir könnten das jetzt machen. Aber da ist auch noch ein Lagerfeuer. Ich glaube, ich nutze das Lagerfeuer, um es euch zu zeigen. Und hier mache ich jetzt Folgendes. Ich opfere jetzt das Stinktier, um das Wolfsjunges noch mehr zu stärken. Das heißt, wir haben jetzt unseren alten Effekt behalten. Hier den Effekt haben wir behalten und den neu dazu bekommen. Und das ist insane. Man kann die Karten so krass stärken dadurch. Das bedeutet, wir spielen jetzt hier das Wolfsjunges. Ich glaube, das werden wir verlieren. Und ich glaube, das sollen wir auch verlieren. Ja, der spielt nur Grizzlies. Das werden und sollen wir verlieren. Ich zeige euch auch warum. Oder, was heißt, ich zeige euch warum. Es wird jetzt auch alles erklärt. So, hier seht ihr, er hatte gerade ein Leben weniger, eine Kraft weniger, weil... Wir leben noch, okay. Ja, komm, bringt alles nichts. Es gibt einen Ausweg für uns beide. Er ist irgendwo in dieser widerlichen Hütte. Was das zu bedeuten hat, der Hütte, das werden wir auch gleich sehen. Erkläre ich euch sofort. Kleinen Moment. Erstmal gucken wir uns jetzt an, was letztendlich passiert. Du hast verloren. Lerne daraus. Vielleicht kannst du nur so meine Enttäuschung in Grenzen halten. Steh auf, verlass den Tisch. Und zwar, hol mir den Kerzenleuchter vom Fass neben der Tür. Und zwar, sind wir in einer Hütte. Wer hätte es gedacht? Wir sind in einer Hütte und sitzen hier am Tisch und spielen quasi mit diesem Dude, den man hier ja, sieht, aber auch nicht sieht. Wir haben jetzt die Aufgabe bekommen, diesen Kerzenleuchter zu holen. Bringt ihn her. Und sehen, dass hier noch ganz viel anderes Zeugs ist. Mit dem können wir interagieren, können jetzt aber noch nicht viel machen. Aber auch hier alles zu seiner Zeit. Wir werden uns später alles ganz genau angucken. Das Spiel führt uns da auch ein bisschen halt ran. So, erstmal kann mich nicht setzen. Ach, soll ich ihn so bringen? Nee, hä? Aha, ich muss auf den Tisch klicken. Okay. So, jetzt setz dich wieder. Machen wir. Lass mich dir etwas erklären. Ich überspringe das, ich erkläre euch das. Diese beiden Kerzen symbolisieren unser Leben. Das heißt, wir starten immer mit 2 Leben. Wenn wir einen Kampf verlieren, geht ein Feuer aus. Wenn beide Feuerflammen aus sind, dann ja, haben wir halt verloren. So, das heißt, wir nehmen jetzt hier eine Karte. Der Ochsenfrosch. Der Ochsenfrosch oder Karten mit diesem Symbol hier können fliegende Kreaturen blocken. Rabe oder der Hirsch.
Dieses Symbol sagt, dass sich die Karte immer nach dem Angriff ein Feld nach rechts weiter bewegt. Ich nehme mal den Raben, dann haben wir mal eine Fliegekreatur auch im Deck. So, und jetzt kommen wir ans Lagerfeuer. Und können jetzt hier... ja, wir können die Kraft steigern. Das bedeutet, wir klicken jetzt hier drauf, wählen jetzt die Kreatur, die wir verbessern wollen. Und ich würde mal den Raben wählen. Dann haben wir eine fliegende Kreatur mit 3 Schaden. Ja, ich zog die Kreatur weg und ging fort. So, und jetzt treffen wir auf den ersten Endgegner. Die Bäume schienen näher an dich heranzurücken, als ein frostiger Nebel niederwallte. In der Ferne konntest du das Klirren von Metall auf Stein vernehmen. Eine gebeugte Gestalt stand dir im Weg. Und zwar... Pum, der Goldsucher! Er macht wieder, ja, auf Goldsucher, leichter Boss. Smully ist der Schlüssel. Genau, und zwar haben wir hier ein Packmulli. Wenn wir den besiegen, bekommen wir Karten. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen das... Hier ein Item, nehmen ein Eichhörnchen auf die Hand. Spielen hier den Hermelin. Spielen jetzt das zweite Eichhörnchen und spielen hier den Wolf rein. Und beenden unseren Zug. Ich ziehe mal eine Karte, mach aber nichts. Ich will die 2 Schaden von Kojoten jetzt kassieren. Das Ding ist, ich könnte jetzt hier eine Karte reinspielen, die den Kojoten besiegt. Dann würde der Pack wohl aber in dem nächsten Zug... Ja, der würde im nächsten Zug hier rüber gehen und ich würde den dadurch nicht besiegen. Ich will den Mull aber besiegen. Den Pack Mulli. Den möchte ich besiegen. Das bedeutet, ich muss das Feld jetzt so lassen, wie es ist. Das heißt, ich mache ihm jetzt Schaden. Und kann jetzt in der Theorie den Raben spielen. Kann ich nicht. Ach, ich bin dumm. Ich habe kein Eichhörnchen gezogen. Das möchte ich jetzt nicht ziehen. Okay. Das bedeutet, wir machen das so. Kriegen jetzt die ganzen Karten. Eichhörnchen, Sperling, Hirsch und Stinktier. Okay. Zum Glück für dich, genau. So. Ach so, was wir jetzt auch gesehen haben. Hier hinten war gerade noch eine Natter. Die ist jetzt tot. Weil der Schaden, den eine Kreatur hier macht... Der Mull hatte noch 2 Leben. Ich mache aber 3 Schaden. Das bedeutet, man kann sagen, das ist so wie Trampelschaden. Ich habe dem Mull 2 Schaden gemacht. 1 Schaden blieb übrig, der auf die Natter hier hinten gegangen ist. Ist echt stark. Jetzt muss ich eben gucken. Töte ich ihn? Nein, ich töte ihn nicht. Stand jetzt. Das heißt, ich ziehe mal ein Eichhörnchen. Und spiele mal den Sperling rein. Da spiele ich den Raben. Ich spiele den Raben. Ich glaube... Ach doch, der Sperling hätte gereicht. Ach, nee, das war jetzt ein Fehler. Der Sperling hätte gereicht. Warum das ein Fehler war, zeige ich euch jetzt. Der hat jetzt ein Leben verloren und jetzt kommt die Sonderaktion des Goldsuchers. Und zwar macht er jetzt alle unsere Karten zu Gold. Das heißt, wir haben jetzt einen Raben verloren. Was natürlich jetzt extrem ärgerlich ist. Weil der Rabe schon gut ist.
Wait, die Karten bleiben? Normalerweise gehen die weg. Wahrscheinlich, weil es jetzt die erste Runde ist. Ja, das heißt aber auch, wir können keine Karte spielen, weil unsere Felder blockiert sind. Das heißt, wir ziehen ein Eichhörnchen und beenden unseren Zug. So. Okay, dann. Oh Mist, wir haben nur ein. Wir haben zwei Eichhörnchen. Das heißt, wir spielen eins. Spielen jetzt hier das Wolfsjunges rein. Wir nehmen das Eichhörnchen. Und spielen hier den Wolf. Oder spielen wir den Hirsch? Wir spielen den Hirsch, weil der Hirsch den Angriff vom Bluthund gleich überlebt. So, wir spielen ihn hier rein. Ja, und beenden unser Zug. Genau, der Hirsch, der nach dem Angriff bewegt er sich ja. Er überlebt jetzt. Unser Wolf ist digitiert. Wir bleiben so. So, ziehen jetzt noch ein Eichhörnchen und spielen dann den nächsten Wolf rein. Ja, und damit haben wir auch eigentlich gewonnen. Und kriegen noch einen Zahn, weil wir ein Damage über haben. Ja, das ist eigentlich das Spielprinzip. Es gibt noch ein paar mehr Karten. Ein paar mehr, ja, Karten sowieso, aber auch ein paar mehr Felder, die spezielle Ereignisse hervorrufen. Die wir uns auch nachher anschauen, natürlich. Ein Urayuli, der ist natürlich extrem stark mit 7-7, aber auch extrem teuer. Wir brauchen vier Blutopfer. Das ist die komplette Reihe. Man hat ja nur vier Reihen hier. Das heißt, wir müssen auf jedem Feld eine Kreatur haben. Und dann alle davon opfern. Das heißt, den werden wir erstmal nicht nehmen. Dann haben wir hier eine seltsame Larve, die nur 1 kostet. 0,3 hat als Stats, aber hier diesen Entwicklungseffekt. Und das Kind 13. Wir nehmen die Larve mit. So, und während die Schläge mit der Spitzhacke des Goldsuchers uns noch in den Ohren dröhnen, setzen wir unsere Reise fort. Der widerliche Gestank von Fäulnis und Schimmel lag in der feuchten Luft. Bei jedem Schritt, den du machst, huschte oder glitt etwas vor dir davon. Vorsichtig betratst du das Sumpfgebiet. Okay, im Sumpfgebiet, wir nehmen uns erstmal wieder ein Tier mit. Der Mantis. Der kann auch ganz cool sein. Weil der Mantis, der kann nämlich nach links und rechts schlagen. Wir nehmen uns den mit. Eigentlich hatte ich vor. Ich wollte jetzt hier hingehen. Nee, anders. Eigentlich hatte ich vor, uns wieder neu mit Items auszurüsten. Hier kriegen wir immer neue Items. Weil wir jetzt zwei Items ja eingesetzt haben. Jetzt haben wir den Mantis bekommen. Jetzt habe ich überlegt, hier hinzugehen, um den Effekt des Mantis auf eine stärkere Kreatur zu übertragen. Aber ich sehe, dass wir das da nochmal haben. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere Items. Hiermit können wir eine Kreatur eine Runde lang fliegend machen. Das kennen wir, die beiden Sachen. Wir nehmen das Eichhörnchen mit und nehmen noch eins mit. Man kriegt immer so viele Items, bis man drei hat. Und wenn man schon drei hat, dann bekommt man was anderes stattdessen. Was möchte ich jetzt erstmal noch nicht sagen. Vielleicht kommen wir ja noch dazu, dann sehen wir das. So, jetzt werden Reptilien Gestank haben, das heißt uns schwächen. Wir spielen das Eichhörnchen, spielen hier jetzt den Hermelin und spielen jetzt hier den Mantis. So, das heißt, wir machen 1, 2, 3 Schaden. Gegner macht uns jetzt einen Schaden.
Wir nehmen ein Eichhörnchen, was wir jetzt opfern, um den Raben zu spielen, und der Gegner ist tot. Und wir kriegen 3 Zähne extra. Wie brutal von dir. Du hast mehr Schaden zugefügt, als du zum Gewinn brauchtest. Ah, jetzt erklärt er das. In meinem Spiel werden solche Leistungen jedoch belohnt. Um genau zu sein, für jeden überschüssigen Punkt Schaden erhältst du einen Zahn. Der Fallensteller könnte an deiner Beute interessiert sein. Jetzt kommt nämlich der springende Punkt. Mit den Zähnen können wir hier beim Fallensteller Felle kaufen. Die Zähne sind unsere Währung für Felle. Mit den Fellen, die kommen in unser Deck, sind im Deck absolut nutzlos, aber die sind wiederum die Währung für bessere Karten. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zähne. Das bedeutet, man kriegt immer, wenn man zum Fallensteller kommt, auch wenn man kein Fell haben, nehmen möchte, man kriegt immer 1 umsonst. Das heißt, das Deck wird immer, wenn man auf das Feld kommt, schon mal um 1 belastet. Wenn wir jetzt einfach nur das nehmen wollen, dann sagt er ja, dass wir noch bitte 1 kaufen sollen. Aber auch nur beim ersten Mal. Ab den folgenden Malen, dann reicht das, wenn man das hier nimmt. Wir nehmen mal, weil wir ein Kaninchenfell schon haben, noch ein Wolfsfell mit. Und die beiden Karten kommen in unser Deck. Wie gesagt, sind komplett nutzlos. Dadurch, dass es auch Felle sind, kann man die nicht als Blutopfer nutzen. Was absolut, was die Karte noch mehr nutzlos macht. Das einzig Gute daran ist, man kann sie als Blocker nutzen. Das war es aber auch schon. So, jetzt kommt hier unser Mantis zum Einsatz, den wir opfern, um... den Raben zu stärken. Dann haben wir eine fliegende Kreatur, die 3 Schaden macht. Das heißt, 6 Schaden macht. Und das eigentlich zu 90%. Weil fliegende Kreaturen ja andere Kreaturen ignorieren. Außer es gibt eine Kreatur, die wir jetzt hier nicht haben, hier mit diesem Block-Symbol, die fliegende Blocker, die fliegende Kreaturen blockt. Wie zum Beispiel diese Schnappschildkröte, nicht Schnappschildkröte, diesen Frosch. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Dieser hier. Wir spielen jetzt... das Hermelin. Hier. Ziehen jetzt ein Eichhörnchen. Opfern, Eichhörnchen und Hermelin, der ja nicht stirbt, um den Raben zu spielen. Damit machen wir jetzt dem Gegner 6 Schaden. Und es reicht genau. Ja, das ist absolut GG. Das ist eine gute Kombo. Also fliegend mit Doppelangriff ist eine tödliche Kombination. So, jetzt kommen wir zur Händlerin. Du kamst zu einem kleinen Außenposten im Wald, in dem eine geheimnisvolle Frau arbeitete. Es war die Händlerin, die der alte Fallensteller erwähnt hatte. Ihr Äußeres wirkte beunruhigend, doch ihr Angebot ließ deine Sorgen verfliegen. Für jedes unserer Fälle macht sie uns jetzt ein Angebot, also ein Kartenangebot, das wir auch leider annehmen müssen. Also es gibt nicht die Möglichkeit, einfach nichts zu nehmen. Das bedeutet, wir nehmen jetzt... ich überlege, entweder die Katze zu nehmen, das Wolfsjungs oder Grizzly. Dadurch, dass wir eine Karte haben... Ne, ich glaube, Grizzly ist Troll. Wir nehmen mal das Wolfsjungs mit. So, und jetzt kriegen wir für unser Wolfsfell, was ja lukrativer ist als das Kaninchenfell, etwas Besseres. Das heißt, eine Karte, ja, die halt so eine Verbesserung noch in sich trägt. Und hier würde ich den Sperling nehmen. Das heißt, wir haben jetzt eine fliegende Kreatur noch mit dem Sperling, die den Gegner gleichzeitig schwächt. Und jetzt haben wir folgende Möglichkeiten. Entweder wir übertragen den Effekt des Sperlings auf eine bessere Karte, wie zum Beispiel den Wolf. Da hätten wir einen Wolf, der fliegt und den Gegner schwächt. Oder wir machen Folgendes. Wir gehen
eine Karte verbessern, in der Hoffnung, dass wir die Kraft verbessern können. Weil es ist immer random, ob man die Kraft oder das Leben verbessert. Indem wir die Kraft verbessern können und verbessern den Raben. Und ich glaube, ich werde den Raben verbessern. Okay, jetzt haben wir aber Leben bekommen. Was auch nicht schlimm ist, dann würde ich Hermelin verbessern. Damit wir den länger da haben, falls der angegriffen wird. Dann haben wir... Der hat jetzt mehr Leben und wir können seinen Effekt öfter nutzen. Da haben wir den direkt. Das ist sehr gut. Den am Anfang zu ziehen im Early Game ist wirklich gut. Das heißt, wir spielen den... Spielen wir den hier rein. Pass auf, ich spiele den hier rein. Da wird jetzt von Kojoten angegriffen. Was uns egal ist. Ach, das sind übrigens Karten. Die haben hier so ein Abtauchen-Symbol, so eine Haiflosse. Ach, hier sieht man die auch. Wenn die angreifen, werden die quasi umgedreht und die sind unantastbar. Der Gegner kann die nicht angreifen. Der negative Aspekt dabei ist, dass man direkt die Lebenspunkte angreift. Also man muss sich halt überlegen, will man solche Karten spielen oder nicht. Wir nehmen jetzt aber auf jeden Fall ein Eichhörnchen und spielen hier den Raben rein. Und gewinnen damit. Ganz easy. Jetzt haben wir nochmal so ein Elch, Schildkröte oder Ochsenfrosch. Was das hier übrigens macht... Moment. Ich wollte gerade sagen, was das macht, weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Aber jetzt gerade kommt es mir in den Sinn. Ich habe gerade erst gesehen, dass das ein Pilz ist. Okay, ich weiß jetzt, was das macht. Kommen wir auch noch zu. Ja, ich kann es auch einfach sagen. Es gibt ein Feld, das ist so ein Pilz. Wenn man da drauf kommt, werden zwei selbe Kreaturen fusioniert. Wir haben hier zum Beispiel zwei Wölfe, die würden fusioniert werden, das heißt zu einer Karte, und die Stats werden addiert. Das heißt, wir hätten dann eine Wolfskarte, die immer noch 2 kostet, die aber die Werte hat 6 und 4. Und verbessert die Karten. Und der Pilz zeigt uns an, dass wir die Schnappschildkröte schon haben. Und wir die verbessern könnten. Okay, jetzt verstehe ich die Karte. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen den Frosch. Der Rest war zu teuer. Jetzt können wir uns entscheiden. Ich glaube, ich will wirklich den Sperlingseffekt auf eine andere Karte übertragen. Oder? Nee, komm. Wir gehen auf Verbesserung. Ach, wieder Leben. Ja gut, verbessern wir wieder unseren Hermelin. Und kommen jetzt zum zweiten Endboss. Es kann sein, dass wir jetzt verlieren werden. Nee, es kann nicht sein, es wird so sein. Das Spiel möchte, dass wir jetzt verlieren. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ach genau, das war ein bisschen mies. Der Endboss oder alle Endbosse, die ja, nehmen uns ein Leben weg. Das heißt, wir haben nur ein Leben, um die zu besiegen. Das hier ist der Fischer. Und der Fischer, der hat auch halt einen Spezialzug, genauso wie der Schatzsucher. Der Fischer, also während der Schatzsucher unsere Kreaturen zu Gold verwandelt hat, will er sich immer eine unserer Kreaturen klauen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir spielen das Eichhörnchen, spielen hier den Hermelin. Und mit dem Hermelin können wir jetzt alles machen. So, Nummer 1, Nummer 2, fertig. Er möchte jetzt unser Hermelin klauen. Und jetzt
Pass auf, wir spielen jetzt hier den Rauch. Und immer die Karte, die als neuestes reingekommen ist, die will er sich dann schnappen und macht sich die zu seiner eigenen Karte. Zack, zack, zack. Er hat ein Leben verloren. Und jetzt passiert Folgendes. Genau, ja, ja, ja. Okay. Zu schnell, zu früh. Also er möchte, dass wir verlieren. Es kommen jetzt nur Grizzlies. Moment. Wir gewinnen. Ah ne, wir gewinnen nicht. Ich wollte sagen, wir gewinnen trotzdem, weil wir fliegen. Aber genau dafür hat er hier diesen Block. Das hier übrigens wird gleich noch von Bedeutung sein. Das ist hier zugeklebt. Warum, werden wir gleich noch erkennen. Ja, das heißt, wir ziehen einfach eine Karte. Ist auch egal was, weil wir werden das nicht gewinnen. Ja, er zerstört uns jetzt halt, ne? Ja. Fischen geh. Er holt sich jetzt unseren Buddy. Und jetzt kommt eine Mechanik, die ist insane. Das ist wirklich mega OP. Also wer sich das ausgedacht hat, das ist jetzt, wirklich, jetzt kommt was so krasses, was das Spiel so stark macht. Beziehungsweise was uns so stark macht. Mir fehlen die Worte. Ich zeige es euch. Du bist doch nicht tot. Das ist nicht das Fegefeuer. Obwohl du es dafür halten magst. Bevor du nun von uns gehst, muss ich dich um einen Gefallen bitten. Ich hätte gern ein Andenken. Eine ganz persönliche Todeskarte. Sie sieht noch ziemlich schlicht aus, nicht wahr? Das werden wir gemeinsam beheben. Ich möchte, dass sie das perfekte Andenken an dich wird. Wir kreieren uns jetzt eine eigene Karte. Hier sind einige Karten aus meinem Deck, ja, aus denen ich jetzt meine Karte kreiere. Zuerst lege ich jetzt fest, welche Kosten meine Karte haben soll. Das heißt, ich nehme die Kosten vom Ochsenfrosch. Da kostet meine Karte nur noch 1. Jetzt schaue ich, wie stark sie werden soll. Und ich sage, sie soll die Werte 3-2 haben. Und jetzt gebe ich ihr noch einen Effekt. Ich gebe ihr den Effekt, dass sie... Ja, das heißt, wir haben jetzt einen 3-2er, der 1 kostet, fliegt und den Gegner gleichzeitig schwächt. Und weil dieser Effekt, oder weil dieses Gimmick so krass OP ist, heißt die Karte auch einfach OP. Also das ist wirklich so krass. Und ich werde versuchen, wenn es möglich ist, diese Karte nochmal nachzubauen. Ich hatte eine Karte in meinem alten Spielstand, die hatte 6-6, war fliegend und hat nach links und rechts angegriffen. Und die hat auch nur 1 gekostet. Also, wer sich das ausgedacht hat, das ist so krass stark. Ich habe damit alles gewonnen. Also, ich konnte nicht verlieren. Ja, jetzt macht er noch ein Foto von uns, ein Porträt und dann sind wir in der Karte. Jetzt lächeln wir, nicht vergessen. Und mit diesem blendenden Eindruck werde ich jetzt auch diese Folge beenden. Ah, es ist unfassbar. Es ist einfach, es ist GG. Leute, diese Karte, die wir jetzt erstellt haben, die können wir jetzt auch spielen in unserem Deck. Und ob wir sie bekommen in unserer nächsten Runde, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.